Zeit, die kommt. Zeit, die geht. Für einen Neuanfang. Und mich umgarten. So, ihr Lieben, ich habe heute eine Mission. Und zwar gehe ich jetzt durch diese Tür. Ich nehme euch mit. Wir gehen hier runter. Ist dunkel. Jetzt bin ich in einem ganz legendären Raum in Hameln, und zwar im Keller. Falls ihr nicht wisst, was mein Keller bedeutet, ich werde euch in der Infobox verlinken, um was es geht. Und jetzt gehe ich hier rein. Und da sehe ich schon jemanden, aber ich drehe mich mir. Hi Patrick. Dies. Einmal drehen. Hallo von mir. Einmal drehen. Und wir sehen, wir sind in einem Studio. Und zwar besuche ich heute Patrick Vorpahl, auch bekannt als Fuzzlebrain. Ja. Hi Patrick, alles klar bei dir? Ja, und selbst, natürlich. Ja, logisch, mir geht's immer gut, weißt du doch. Ich sehe gerade, du arbeitest am Computer. Was machst du denn gerade? Ich probiere gerade oder bin gerade dabei, meine Setlist fertig zu machen. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr ein bisschen was zu tun, also ein Kumpel und ich. Wir haben ein paar Live-Auftritte. Da bin ich jetzt gerade schon ein paar Tage dabei, mache die Setlist fertig, damit wir gucken, welche Tracks wir machen. Wir haben ja schon ein paar dieses Jahr geschrieben, oder eher gesagt letztes Jahr. Und müssen wir jetzt aussortieren, was wir für einen Live-Auftritt machen können. Und das mache ich jetzt seit ein paar Tagen schon. Okay, du hast gesagt, du hast Live-Auftritte getätigt. Was machst du überhaupt? Wenn dich jemand nicht kennt, was erklärst du oder was sagst du? Was machst du? Dann sage ich immer, ich bin der mieseste Rapper, den es gibt. Nein, ja, ich bin halt Rapper und mache halt meine eigene Musik. Und damit mache ich halt Live-Auftritte. Ich habe gehört, du schreibst deine Texte selber. Wie bist du denn da drauf gekommen? Keine Ahnung. Ich habe es einfach irgendwann gemacht. Ich habe eigentlich immer nur so gerappt, das heißt einfach Freestyle-Rappen, und habe eigentlich nie meine Texte aufgeschrieben, sondern einfach nur, was mir in den Kopf kam, gerappt. Und irgendwann habe ich dann mal einen Kumpel kennengelernt, der hat gesagt, du musst auch mal ausschreiben, was du da rappst. Und das mache ich jetzt, glaube ich, erst seit 3 Jahren, dass ich halt wirklich mich hinsetze und irgendwie mal das, was ich im Kopf habe, aufschreibe, probiere daraus halt einen Text zu machen. Ne? Ja. Du hast gesagt, du schreibst auf, was dir im Kopf durch den Kopf geht. Jetzt ist es bei Rappern meistens so, dass die schon ziemlich garstige Texte haben. Also gerade für mich als ältere Frau sind manche Texte auch zu arg garstig. Mhm. Jetzt weiß ich aber, dass du schon eine ziemlich coole Message rüberbringst, aber dass du nicht so bösartig bist. Was liegt da davor? Was ist der Grund dafür? Ganz einfach zu erklären. Also für mich ist halt Rap so authentisch sein. Also es gibt halt diese Gangster-Rapper, die halt wirklich sehr harte Texte machen. Ich mache das auch ab und zu mal so für mich. Wenn ich halt schlechte Laune habe, setze ich mich auch hin und schreibe halt irgendwas, was mich ankotzt. Sei es irgendwelche Leute, die ich nicht mag oder die mich nicht mögen, oder irgendwelche Personen, die mir irgendwie mal was Schlechtes getan haben. Und aber sonst schreibe ich halt einfach das so, was ich denke. Also jeder Text, den ich schreibe, hat irgendwie was mit meinem Leben zu tun. Sei es um Zeit oder sei es halt um den Keller hier oder sei es halt über Arbeit, und das ist halt mir halt ziemlich wichtig. Also ich schreibe halt lieber das, was ich denke. Sag hasta la vista, Baby, ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Du warst nur ein Mädchen, was mich wirklich noch nie verdient hat. Ich sag hasta la vista, Baby, du kriegst mich niemals wieder. Da bin ich jetzt lieber der, der mit dem Teufel einen Deal macht. Ich sag hasta la vista, Baby, ich schreib jetzt weiter Lieder. Das heißt ganz bestimmt nicht, dass ich dir irgendwann nochmal ein Lied mach. Ich kenne dich noch aus einer Zeit, da warst du mal ein ziemlich begeisterter Skater. Gehört dir für dich das Skater-Dasein mit Rap zusammen, oder wie hat sich das entwickelt? Ja, das ist halt alles so. Also für mich ist Skateboardfahren nicht gleich Hip-Hop, aber für mich gehört es auf jeden Fall dazu. Also Skaten tue ich immer noch, wenn ich mal Zeit habe. Und das Problem ist, man wird ja auch älter, die Knochen machen nicht mehr so mit. Deswegen muss man sich, glaube ich, auch irgendwie was suchen, was dann halt irgendwie den Ausgleich gibt. Und das ist halt für mich halt Rap. Und wenn ich halt nicht skate, dann sitze ich halt hier im Keller und schreibe Texte oder rap halt mit Kumpels. Woran arbeitest du gerade zurzeit? Zurzeit arbeite ich halt mit Robin Ilge an einem Musikvideo, was wir jetzt halt Ende des Monats rausbringen. Und arbeite halt an einer kleinen EP. Das heißt also, Rapper wissen, was es ist. Leute, die jetzt vielleicht sich damit nicht auseinandersetzen oder halt nicht wirklich Rap hören. Das ist halt so ein kleines Album. Da zeigt man halt mal so ein paar Songs, und das ist halt eine EP. Und da arbeite ich jetzt halt gerade dran. Und die soll auch, wenn alles gut läuft, so wie es gerade aussieht, Ende des Monats rauskommen.
Und da arbeiten wir auf jeden Fall stark drauf hin. Hab den Weg verpasst und mich nicht mehr umgedreht. Ich zähl die Sekunden, Minuten und Stunden. Doch was bleibt, sind nur meine Wunden. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn andere Leute sagen, dass du Ähnlichkeit mit Eminem hast? Ja, keine Ahnung, ist Eminem ist sowieso der größte Rapper, den es gibt. Eigentlich ist es ganz gut, wenn man damit verglichen wird, aber ich glaube halt, nicht jeder Popsänger oder jeder Sänger, der irgendwie aussieht wie Elvis, möchte gern hören, dass er aussieht wie Elvis. Also ist für mich keine Beleidigung, ist halt leider so, ist halt auch ein Vorbild von mir, aber ich sehe den Vergleich nicht, also auf jeden Fall nicht in der Musik. Ne? Wo sieht Fuzzle Brain sich in 5 bis 10 Jahren? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil ich selber nicht weiß. Also ich würde mir wünschen, dass ich mich so in 5 bis 10 Jahren da sehe, dass ich von der Musik leben kann und vielleicht nicht mehr einen Job machen muss, der mir keinen Spaß macht. Und vielleicht, ja, ein kleines Häuschen, eine Frau und ein kleines Kind. Da würde ich... Mir ist zu Ohren gekommen, das Video, was jetzt gerade rauskommt, beziehungsweise was auf die EP kommt und im Januar erscheinen wird, dass du gesagt hast, das soll dein letztes Video werden. Das muss ich sagen. Also ich gebe zu, ich bedauere das zutiefst, weil ich den Song richtig geil finde. Warum sagst du das? Was willst du damit bezwecken? Ich setze mir halt selbst irgendwie immer so Ziele. Und bis jetzt habe ich die Ziele, also was Musik angeht, immer irgendwie erreicht. Es sind halt eigentlich immer kleine Ziele. Das heißt, ich möchte halt so und so viele Klicks haben. Ich möchte halt so und so viele Auftritte haben. Und das Problem ist halt einfach nur zeitlich bedingt, es ist halt sehr schwierig, immer solche Sachen auf die Beine zu stellen. Und was mich halt ziemlich aufregt bei Videodrehs hier in Hameln oder Umgebung, ist halt einfach, die Menschen, die sehen es einfach nicht, dass man wirklich harte Arbeit in sowas reinsteckt, dass man sich bemüht, was auf die Beine zu stellen. Und es ist nichts gegen ältere Leute, aber das Problem ist, wenn man da halt wirklich mit einer Crew kommt und ein Set aufbaut und die Leute aber einfach rummeckern und die Polizei rufen, weil wir halt irgendwie stören oder sonst irgendwas. Das ist für mich immer so der Punkt, wo ich sage, ey Leute, habt ihr nichts zu tun, so lasst uns doch machen. Weil wir machen ja was. Wir sitzen ja nicht blöd auf der Straße rum und machen Dönekind, sondern wir probieren halt einfach was Cooles auf die Beine zu stellen. Und das sind dann halt immer so Sachen, wo ich mich halt selbst tierisch drüber aufrege und dann halt einfach solche Äußerungen mache, wie so, das ist das letzte Musikvideo, aber im Endeffekt weiß ich selber, dass es nicht so ist, weil ich möchte am liebsten jeden Tag ein Musikvideo machen. Nur das Problem ist halt, ich glaube, dafür braucht man einfach mal ein bisschen Kohle und man braucht halt auch einfach mal ein paar Leute, die gelassen sind, die sagen, hey komm, Alter, wir sehen, dass ihr was macht. Hier, komm, macht hier und habt Spaß. Und aber das ist halt, glaube ich, manchmal einfach Hameln. So. Jeder Schmerz bleibt in Form einer Narbe. Im Herzen erkennt man nichts, doch am Körper werden sie offen getragen. Es gibt Geschichten dazu, die den Schmerz verraten. Doch die Gedanken daran möchte ich lieber für immer begraben. Doch könnten Narben sprechen, hätten sie so viel zu sagen. Narben sind nie gleich und werden von jedem Menschen anders getragen. Meine größte Narbe ist jetzt gut versteckt. Unterm Kopf, Richtung Magen und dann hoch und dann rechts. Die Wunde jetzt zu tief, um sie wieder zuzunähen. Deswegen muss ich diesen Schmerz ertragen, ja mein ganzes Leben. Ich will nicht drüber reden, nicht mehr durch die Hölle gehen. Deshalb hat die Narbe ihren Platz, nicht nur vorübergehen. Dein kleines Studio ist hier ja schon was ganz Besonderes. Also ich finde das sehr persönlich, sehr hübsch, sehr schön. Jetzt gibt es ja den Song Mein Keller, den ich euch übrigens auch in der Infobox verlinken werde. Den Song gibt es und dieser Song spielt in diesem Keller. Wie kam das denn zustande? Boah, das ist auch eine ganz gute Frage. Das war so der erste Song, den ich wirklich geschrieben habe. Das war halt auch zu der Zeit von den Dreharbeiten zu Bow. Und ich wollte halt wirklich schon zeigen, dass ich rappe. Und Robin hat mich dann halt in den Arsch getreten und gesagt, dann komm, mach einen Song. Mach was Persönliches so. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, ja, mein Keller, Alter. Ich bin hier eigentlich immer mit den Kumpels. Und mein Vater war hier schon früher mit seinen Kumpels und hat getrunken und Spaß gehabt. Und das hatten wir halt auch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Text über meinen Keller. Natürlich so ein bisschen nicht geklaut, aber so die Idee kam halt so von Sido, meinem Blog, weil der hat das halt auch gemacht. Und ich dachte so, ja, okay, sein Blog. Und bei mir ist mein Keller, was mich halt verbindet, so auch mit Musik, weil ich hier angefangen habe, Musik zu machen. Ja, und dann haben wir uns hier nach und nach so den Keller eingerichtet. Hier war vorher eigentlich, ich weiß gar nicht, was hier drin war, was mein Vater hier drin hatte, keine Ahnung. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann angefangen, so die ersten kleinen Sachen hier aufzustellen. Billige Boxen reingestellt.
hatte da noch keinen Laptop, habe über Musik halt, also Musik halt über Handy gespielt und habe hier halt einfach gefreestylt mit den Kumpels. Und wir haben halt gesagt, komm, wir richten uns ein kleines Studio ein, wo wir halt einfach mal schreiben können, Spaß haben können, ein bisschen Platz haben, haben dann halt die Gesangskabine gebaut. Ja, und so ist es halt eigentlich entstanden. Einfach nur so, was als Idee begonnen hat, so ist es dann halt fertig geworden. Okay, ich denke, wir haben jetzt ganz schön viel schon gehört über dich und haben dich ein bisschen näher kennengelernt. Gibt es jetzt noch irgendeine Info, gibt es noch irgendeine Message, die du deinen künftigen oder jetzigen Zuhörern, Zuschauern mitteilen möchtest? Also alles, was dir jetzt gerade so auf dem Herzen liegt. Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen. Ich finde halt immer, ich finde es halt wichtig, dass man sich erstmal Sachen anhört von jemandem und dann halt erst urteilt. Also das ist mir halt wichtig. Ich höre mir auch alles an, was aus Hameln kommt, was Rapper so machen. Ich bin halt eigentlich immer ziemlich offen und sage so, ey, gib mir das mal. Ich habe richtig Bock, mir das anzuhören, weil es kommt halt aus Hameln. So. Deswegen bin ich halt immer total neugierig. Und das ist halt das, was ich mir von anderen Leuten auch wünsche. Ey, hört es euch erstmal an und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden. Und was mir halt auch wichtig ist, ey, Leute, ey, egal wer es ist, jeder steckt da halt Arbeit rein und ich glaube, von jedem ist das so ein bisschen Herz, was man irgendwie da macht. Und ich finde, das sollte man respektieren, auch wenn es einem nicht gefällt, aber man sollte halt irgendwie ehrlich zu der Person sein und sagen, pass auf, ich habe es mir angehört, ich finde es scheiße, ist nicht meins, okay, akzeptiere ich, weil es ist halt so, du kannst es nicht jedem recht machen. Aber trotzdem, ihr müsst so ein bisschen Respekt haben und einfach nur wirklich schätzen, Leute machen was und die stecken da halt echt Zeit rein. Und hört es euch trotzdem an und gebt den Leuten eine Chance, so, weil es ist halt einfach wichtig. Weil wenn man es halt nicht macht, dann ist man so wie jeder andere und sagt, alles, was ich nicht mache oder alles, was noch nicht groß ist, ist scheiße, weil es ist nicht so. Es gibt so viele Künstler, die aus Hameln kommen. Also ich kenne persönlich im Freundeskreis so viele Künstler, die so krass sind, wo ich sage, hey, alter Schwede, die müssten eigentlich raus. Und ich finde, ich gehöre auch dazu. Also ich bin nicht jemand, der total sagt, ich bin der Beste, aber ich sage halt, ich mache halt irgendwas und mache das halt auch in meinen Augen sehr gut, weil ich halt einfach mir Gedanken mache über alles, was ich mache. Und das machen halt andere Künstler auch. Und ich brauche nur so ein paar Namen erwähnen, wo ich weiß, Marcel Krivitzki ist ein guter Kumpel von mir, der macht halt Musik seit gefühlten 50 Jahren, obwohl er jetzt erst 32 ist, so, und der hat es halt voll drauf, kommt aus Hameln. Nick Macho ist gebürtiger Hameln, den ich halt auch immer anhöre, ist auch ein Bekannter von mir, wo ich sage, ey, die sind gut, so. Und Leute sagen mal, ja, die sind scheiße, das und das, die sind nicht groß, so, ja, aber vielleicht wären sie es noch so. Und ich sage immer, unterstützt die Künstler, die noch nicht groß sind, weil wenn sie mal groß sind, dann sagen die halt, die Leute, die unterstützt haben, okay, ihr wart cool, Leute, die es nicht gemacht haben, ja, verpisst euch so, weil das ist halt einfach so. Und das ist mir halt wichtig so. Also auf jeden Fall immer offen sein und ja, erstmal den Leuten Chance geben, also das ist für mich wichtig. Ich mach mich jetzt auf den Weg zu den Rack MCs. Herr, das Mike, fuck the Police, NWA und Eazy-E. Kill mehr Rapper als Pistolen oder HIV. Knochen brechen, aber mein Wille nie. Will nichts Geschenktes selbst verdient. Ich bin Rapper, aber feier Michael Jackson, Billie Jean. Black and White, sowas wie ihn gab es doch noch nie. Schwarz und Weiß, Demokratie. An alle Diktatoren, Donald Trump, Sarrazin. Nazis fickt uns gern ins Knie. So, mein Lieber, ich habe jetzt viel von dir gehört und ich habe dich näher kennengelernt, by the way. Ich kenne Patrick schon sein ganzes Leben lang, weil ich seine Tante bin. Ja. Familienähnlichkeit ist vielleicht vorhanden. Aber nicht deswegen mache ich das Video, sondern weil ich Patrick für einen sehr talentierten jungen Mann halte. Naja, so ganz jung bist du ja auch nicht mehr, bist ja auch bei 30, sorry. Du musst nicht sagen, ey. Naja, aber das muss man einfach auch mal sagen, dass du auch immer noch Energie in diese Dinge steckst, wo manch einer schon vorher aufgegeben hätte und gesagt hätte, Alter, nee, läuft nicht. Die Sache ist die, ich habe ja vorhin auch schon mal erwähnt, von Skater-Dasein zu Hip-Hop-Rap. Was bedeutet diese Art von Musik? Du hättest ja auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Boah, für mich bedeutet Hip-Hop eigentlich im Moment alles so, weil es ist halt, wenn es mir scheiße geht, rapp ich, wenn es mir gut geht, rapp ich, wenn ich Probleme habe, rapp ich. Also eigentlich ist für mich gerade die Musik, also Hip-Hop und Rap so allgemein für mich so eigentlich mein Leben geworden, weil was anderes mache ich nicht. Ich gehe arbeiten, komme von der Arbeit nach Hause, setze mich vor meinem PC und schreibe. Wenn ich nicht gerade schreibe, dann rapp ich Freestyle und wenn ich nicht gerade Freestyle rappe, dann bin ich im Studio und nehme einen Song auf und wenn ich das nicht mache, dann drehe ich gerade ein Musikvideo. Das heißt, eigentlich bestimmt das komplett so meine komplette Freizeit. Also Rap ist für mich so absolut Leidenschaft und Herzblut und
Ich finde halt, Rap ist auch, keine Ahnung, das ist halt einfach seit 30 Jahren oder seit 25 Jahren, ist noch an? Sind wir noch drauf? Ja? Wir sind noch drauf, kein Ding. Ja, das ist eine krasse Kultur so. Also ich finde, Rap ist halt einfach was ganz Besonderes. So, man kann damit jeden erreichen, man kann damit alles ausdrücken, was man fühlt. Das kannst du, glaube ich, in keiner Musik-Sache so wie beim Hip-Hop. Also du kannst es halt einfach so extrem machen. Du kannst innerhalb von 16 Bars so viel Gefühl reinbringen, was du halt in keiner Musikrichtung machen kannst. Und das finde ich halt geil. Und was ich den Leuten auch, die sagen, sie sind Rapper, ans Herz legen kann, Alter, geht mal ins Internet und gebt mal einfach Hip-Hop-Rap ein, so. Und guckt euch mal an, was vor 30 Jahren, vor 25 Jahren abging. Da gibt es so krasse Sachen. Und das für mich halt Rap, so auch diese Geschichte, die dahinter steht. Also Deutschrap ist für mich ganz wichtig. So, wenn man sich anguckt, was es damals für Leute gab, die es geprägt haben. So Kool Savas, so dieses Royal Bunker, so Markus Steiger, den keiner mehr kennt. So. Das sind so Sachen, die gucke ich mir an und das finde ich einfach Hammer. Weil das ist so viel, es steckt so viel hinter Rap, Hip-Hop. Dahinter Breakdancen gehört dazu, dann Sprühen, all so ein Kram, und das ist so die Geschichte, die muss man halt sich mal reinziehen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sagen, dass man Hip-Hop ist. Weil wenn man das nicht sieht, was damals abging, ja, da, was heute Rap ist, ist zwar auch noch Rap, aber früher war es einfach viel krasser. Also für mich ist so der deutsche Hip-Hop einfach so viel Geschichte, und das ist mir halt wichtig, dass die Leute das halt auch mal erkennen. So ist es. Nicht nur, was heute ist, so fick deine Mutter, sondern es gehört so viel dazu. Und das finde ich halt persönlich wichtig. Und dann ist man auch ein Rapper. Deswegen sag ich, bin Rapper, weil ich kenne die Scheiße von früher, habe mich damit auseinandergesetzt. Und ja, macht es auf jeden Fall mal, Kids. Guck. Patrick. Ja. Ganz, ganz vielen Dank. Du bist erkältet, ne? Im ja, Moment. Ich bin seit 2 Wochen krank. Trotzdem schön, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, gerne. Du hast mich nicht angesteckt. Nee, ich hoffe auch. Und du hast ja jetzt auch gerade die Arbeit mit dem neuen Video. Du machst hier eine Menge und ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Und vor allem, geh wieder ins Bett, mach dir einen Tee, alles wird gut. Vielen, vielen Dank. Und ich bin super, super stolz auf dich als deine Tante. Danke, freut mich zu hören. Absolut. Du weißt, ich bin Fan der ersten Stunde. Und ich bin mir auch sicher, dass das mit dir noch ein richtiges Ding wird. Weil alles, was du getan hast, du hast als Kind Fußball gespielt, du bist danach Skater geworden, bist jetzt Musiker, du hast immer alles mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herzblut gemacht. Und darum bin ich der Meinung, das kann nur was werden. Hoffen wir mal, ja. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ja. Bis später. Ciao. Mach's gut. So, das war mein Interview mit Patrick Vorpoll. Und ich verlasse jetzt den legendären Keller und hoffe, dass ich hier auf dieser richtig starken Treppe nicht auf die Fresse fliege, weil das wäre fatal. So, raus geht's. Huch, stehe schon wieder vor der Tür. Alles klar? Das war's. Meine Reportage über Patrick Vorpoll.